mir ist Philipp Haas von InvestorAktien.tv und in dem Video möchte ich ein bisschen meinen Lebensweg erklären, warum ich was gemacht habe und damit ihr auch ein bisschen wisst, wer ist denn die Person vor der Kamera, was, glaube ich, habe ich ganz gut gemacht, was kann man, würde ich beim nächsten Mal vielleicht auch anders machen. Ja? Also ich bin in Ulm zur Schule gegangen, habe dort Abitur gemacht. Und eigentlich war ich immer sehr, sehr gut in Fächern, die mich interessiert haben. Zum Beispiel Geschichte oder Gemeinschaftskunde, was so eine Mischung aus Politik und Wirtschaft und so war in Baden-Württemberg. Ja, war da auch mal in Tübingen auf so einem Informationstag und da haben sie uns erzählt, bei Geschichte, es werden nicht alle Taxifahrer. Und da war bei mir dann auch so ein bisschen, also für mich ist Studium halt nicht nur Hobby, sondern ist halt auch eine Berufsausbildung. Und wenn mich halt irgendwie Geschichte interessiert, kann ich das auch privat machen und da irgendwie Bücher lesen, ohne dass ich mich mal mit irgendwelchen Noten oder etc. auseinandersetzen wollte. Das war für mich dann wenig attraktiv. Ja, Medizin war auch noch eine Option, hätte ich auch studieren können. Aber da hatte ich irgendwie doch nicht so die richtige Leidenschaft dafür. Ich wurde da sogar abgelehnt, weil ich vergessen habe, den Antrag zu unterschreiben. Daran merkt man, dass ich da wirklich nicht dahinter war. Aber ich hatte eigentlich immer schon eine große Leidenschaft so für Aktien und Investieren. Habe schon mit 18 mein erstes dann Online-Broker-Depot gehabt und mich damit schon in der Schule dann irgendwie beschäftigt. Hat auch jemand gesagt, dass schon damals meine Stimmung ein bisschen von den Märkten abhängig war. So war es jetzt nicht und war natürlich auch alles kleine Summen. Aber da hat man schon die ersten Fehler zum Beispiel gemacht, dass man irgendwie gedacht hat, wenn irgendjemand was in einem Internetforum erzählt hat, einen Informationsvorteil, da gibt es natürlich auch damals schon viele Manipulationen von irgendwelchen Rohstoffexplorern. Da vertraut man dann irgendwelchen Leuten, das geht dann meistens schief, kann aber natürlich auch mal richtig liegen. Das waren so die ersten Sachen, die ich damals gemacht habe. Habe mich dann auch für verschiedenen Unis beworben für BWL, also zum Beispiel auch in München oder die EBS. Und dann hatte ich auch St. Gallen und da bin ich auch froh, dass es geklappt hat, weil es gibt dort keine Studiengebühren oder damals waren die sehr, sehr niedrig, irgendwie 500 Euro. Und in Deutschland denkt man eigentlich, das ist eine Privatuni. Und ich war ja auch dann auf verschiedenen Unis und da waren auch die Leute auf mich, haben einen sehr guten Eindruck gemacht von der Qualität, aber trotzdem waren die auch irgendwie nett. Ja? Und das war auf jeden Fall eine super Entscheidung. Ich hatte da eine super Zeit. Was, glaube ich, auch wichtig im Studium ist, dass man auch mal Spaß hat, dass man da Leute kennenlernt. Das ist, glaube ich, langfristig sogar wichtiger, dass man da irgendwie nichts verpasst hat, als wenn man da irgendwie ein bisschen bessere Noten hat. Denn wenig Firmen interessieren sich dann wirklich, welche Noten da mal im Studium hatte. Vielleicht die Beratungen etc. Aber das ist natürlich dann so ein Trade-off, den man sich dann auch überlegen sollte. Wie gesagt, ich habe dann den Bachelor in BWL dort gemacht. Und anfangs angesprochen, auch ein Grund für St. Gallen war, es gibt dort so ein Kontextstudium, dass man da auch so Sachen in Geschichte und Politik so 20% nebenher macht. Allerdings gab es auch einen internationalen Beziehungsbachelor und den konnte man noch zusätzlich machen, weil ich gedacht habe, wenn ich schon nicht Geschichte studiere, mache ich das noch nebenher, klingt toll und habe das so ein bisschen so als Fernstudium gemacht, sage ich mal, mehr als Spielerei. Fokus war dann mehr eigentlich auf meinen Master in Banking und Finance. Ich habe dann auch überlegt, nochmal zu wechseln, was auch viele von St. Gallen dann gemacht haben. Aber ich fand St. Gallen eigentlich halt gut, weil Master hätten dann irgendwie ESADE oder London irgendwie 20.000, 30.000 Euro gekostet, ohne dass sie meiner Meinung nach fachlich besser waren. Plus ich kannte schon St. Gallen dort, es gab gerade keine Anwesenheitspflicht. Also ich war immer mehr der Typ, der dann zu Hause gelernt hat und nicht so viel in den Vorlesungen war. Und das kam mir dann auch ganz gut entgegen. Ja. Und während zum Beispiel der BWL insgesamt einfach immer viel ist, aber auch nicht so fachlich herausfordernd, wird es dann schon auch ein bisschen schwieriger in Finance. Und da muss man dann schon auch ein bisschen sich reinhauen. Und es wird dann auch, baut dann aufeinander auf. Und da waren auf jeden Fall sehr, sehr spannende Kurse auch dabei, natürlich nicht alles. Und was ich dann so als Leidenschaft neben Investment noch entwickelt habe, war eigentlich so Startups, ja, weil man, das war schon irgendwie 2008, als Startups jetzt noch nicht so der dritte Karriereweg waren, sondern damals haben eigentlich noch alle immer Beratung oder vor allem auch Investmentbanking gemacht, als ich angefangen habe. Das war ja noch die Hochzeiten vor der Finanzkrise. Und da bin ich auch mal in einen Vortrag auf Venture Capital gekommen und das fand ich super interessant, weil man dann eigentlich Investment und Startups verbindet, plus man macht irgendwie noch was Gesellschaftliches, Positives, dass man halt Firmen finanziert, die es sonst vielleicht nicht gegeben hätte und bringt dadurch auch die Wirtschaft in einem Land voran oder auch insgesamt die Menschheit, wenn man Hightech macht.
Deswegen habe ich dann das erste Praktikum bei Brains to Ventures gemacht. Das ist so ein Business Angels Netzwerk in St. Gallen selber, die ganz viele Startups screenen und es dann an Business Angel weiterleiten oder haben auch einen kleinen Fund. Habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt, auch eine Bachelorarbeit dann dort drüber geschrieben, da ich einfach sehr, sehr viele verschiedene Geschäftsmodelle gesehen habe, Gründer gesehen habe und da diskutiert man einfach, in was man investiert oder nicht. Und das war halt auch der Vorteil, es war eine kleine Firma, das heißt, ich war als Praktikant da auch immer mit am Tisch von allen Entscheidern. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel was anderes, wenn ich irgendwie bei Henkel ein Praktikum mache. Da kriegt man andere Einblicke. Ja. Also das weiß ich nicht, ob es gut oder schlecht war. Also die typischen Berater haben halt dann irgendwie erstmal ein Praktikum bei Henkel und Co. gemacht und sind dann in die Beratung gegangen und haben dann versucht, das irgendwie zu machen. Das fand ich immer nie so attraktiv. Ich wollte da irgendwie immer was anderes machen, weil ich halt mich immer schon so als Investor oder Startup-Typ gesehen habe. Im Auslandssemester habe ich dann auch meine Frau kennengelernt und dann hatten wir so ein Jahr ungefähr Fernbeziehung und sie konnte dann nach Deutschland kommen und dann war irgendwie für uns dann München die erste Wahl, weil man da so wohl gründen kann, aber halt auch ganz gute Jobs findet. Und wie gesagt, ich kam aus Ulm, das ist Süddeutschland, das kannte man. Und zu der Zeit habe ich auch noch studiert in St. Gallen und schon in München gewohnt und habe das so ein bisschen als Fernstudium dann fertig gemacht. Ich habe noch zwei weitere Praktika gemacht, eins bei Holzbrink Digital. Das war damals eigentlich so der führende digitale Investor in Deutschland. Die haben StudiVZ gemacht und hatten auch mit Holzbrink Ventures eigentlich einen sehr führenden Venture Capital Fonds. Ich war da auf der strategischen Holding-Ebene, was wirklich auch sehr spannend war, da man halt in etwas reifere Digitalfirmen sehr, sehr viele Einblicke gehabt hat, welche KPIs da gibt, was funktioniert, was nicht. Und wollte dann aber auch nochmal das Gegenteil mir anschauen und bin bei einer führenden sogenannten Heuschrecke eingestiegen, so ein Private Equity Fund, wo ich eigentlich Firmen mir angeschaut habe, die schon kaputt waren und wo man dann halt versucht hat, die noch irgendwie ein bisschen besser zu machen oder dass man da irgendwie auch mit dem Management was reingehen kann. War ein sehr offensiver oder operativer Private Equity Fonds, was glaube ich auch eher die Zukunft ist, dass wenn man nur eine Firma kauft und vielleicht noch den CEO austauscht, das ist dann glaube ich zu wenig. Trotzdem hat mir das Segment weniger gefallen, weil man sich halt einfach mit Branchen auseinandersetzt, die ich nicht so spannend fand, die eher eben die kleinen sind. Und ich fand einfach irgendwie den gesellschaftlichen Mehrwert auch beim VC besser. Also VC ist Venture Capital, das heißt, das sind die Investoren, die in Startups investieren. Die kommen dann eine Ebene nach den Business Angels. Allerdings haben die meisten VCs davor ein Startup gegründet und deswegen wollte ich dann nach der Uni selber auch was gründen. War da so ein bisschen unstrukturiert, waren verschiedene Teams drin, habe was selber probiert, habe irgendwie mit wirklich sehr, sehr viele, auch glaube ich, ganz gute Ideen gehabt, aber da so ein bisschen der Fokus gefehlt, war auch nur so ein halbes Jahr. Aber habe ich auch viel, viel gelernt. Ich habe nicht das passende Team gefunden, womit man dann irgendwie hätte durchstarten können. Da wäre vielleicht auch ein Ratschlag, dass man nach der Uni sich überlegt, in welche Branche will ich arbeiten und eigentlich nicht direkt nach der Uni gründet, zumindest nicht als BWLer, sondern erstmal 2 bis 4 Jahre in der Branche arbeitet und dann was gründet. Zum Beispiel die Gründer von N26, der auch von meiner Uni kommt, der hat für Rocket hat er irgendwie so ein Fintech-Startup gemacht, 1-2 Jahre. Da haben sie die Industrie kennengelernt und hatten dann vielleicht den einen oder anderen Kontakt und haben danach was gegründet, was ja sehr, sehr erfolgreich war. Dann noch so nach einem halben Jahr gab es eine Stelle bei Holzbrink Digital. Die sind ja auf mich zugekommen und ich glaube, ich habe da einen ganz guten Eindruck hinterlassen im Praktikum und war da so als Analyst. Ja. Was bei mir vielleicht auch immer besonders war, ich war eigentlich immer so der einzelne junge Mitarbeiter mit eher vielen seniorigen Leuten. Einerseits lernt man da viel, andererseits bin ich es auch nicht gewohnt, dass es irgendwie so Konkurrenzkampf oder so gibt mit anderen. Finde ich auch immer super doof, weil ich lerne immer lieber was von Leuten und bin eher jemand, der das irgendwie gemeinschaftlich macht. Das ist zum Beispiel, was ich auch bei vielen Großkonzernen sehr, sehr abstoßend finde, dass da, glaube ich, viele Leute ein Drittel bis die Hälfte ihrer Zeit für solche Sachen verwenden oder Sachen, die irgendwie kurzfristig sie bürokratisch weiterbringen, aber vielleicht die Firma langfristig nicht. Das bei Holzbrink Digital war auch sehr interessant. Allerdings bin ich da auch ein bisschen dorthin gekommen, dass ich gesagt habe, ich mache erstmal Research und würde dann mit denen was gründen, weil die hatten so einen Inkubator auch, was sie dann auch nicht mehr gemacht haben. Und das Problem bei dort war, ich saß in München, aber die finalen Investmententscheidungen wurden in Stuttgart gefällt. Und da gab es ein paar Sachen, was ich einfach sehr frustrierend fand, weil wir hatten, glaube ich, zum Beispiel ganz gute Ideen, die dann alle abgecancelt worden ist. Und da lernt man halt dann auch nicht weiter, was denn der Sinn der Arbeit. Und dann habe ich was Spannendes gefunden, auch als Fintech noch nicht so interessant war.
gab es ein Family Office von den ehemaligen Interhyp-Gründern und habe mich dann relativ schnell dort beworben, weil die auch die Vision hatten, so ein, oder es war meine Hoffnung, so ein kleines Rocket Internet für Fintechs zu machen, das heißt jedes Jahr ein Startup zu gründen. Da vielleicht auch der Ratschlag, insgesamt wahrscheinlich besser, nicht nach einem halben Jahr schon zu wechseln, weil es sieht auf dem Lebenslauf dann nicht perfekt aus. Aber da war ich irgendwie jung und habe gedacht, so, ich muss jetzt das schnell reißen und ich komme hier nicht weiter und habe da den Wechsel gemacht. Da habe ich von meinen Chefs auch sehr, sehr viel gelernt. Die hatten zum Beispiel auch schon die Idee, so ein Finanzinformationsportal aufzubauen. Ich kannte durch Holzbring zum Beispiel auch viele Webseiten, konnte denen dann eine finanztipp.de nennen, was also eine sehr, sehr alte Webseite war. Wir haben das dann gekauft und dann auch viele Mitarbeiter eingestellt und ist ja heute, glaube ich, so die führende Finanzinformationsseite in Deutschland. Nur für mich, ich bin damals hingegangen, dass ich eigentlich mit denen was gründe, wo ich auch Anteile hätte. Und das war, wie gesagt, dann eigentlich so eine Non-Profit-Firma. Und es war dann für mich dann weniger interessant. Und dann gab es auch einen privaten Zwischenfall, dass ich gesagt habe, ich kündige. Und dann habe ich überlegt, was sind so die Leidenschaften, die ich habe. Das eine sind natürlich Aktien, das andere waren noch ein bisschen Hotels. Und dann habe ich zwei Webseiten zu dem Thema aufgebaut. Das eine ist investorsearch.net und das andere ist 1000hotels.net und noch zwei, drei weitere kleinere Projekte und habe auch daneben gefreelanced. Ja? Und ich hatte auch immer sehr, sehr niedrige Lebenshaltungskosten, plus auch meine Frau hat einen guten Job und so ging das zweieinhalb Jahre ganz gut. Allerdings die Webseite, ich habe mich da auch sehr breit aufgestellt und mehr auf Texte. Das hat nicht so richtig funktioniert und auch die Idee war, dass ich über die Webseite zum Beispiel die Leute meine Wikifolios kaufe. Auch wenn die Track Record da sehr gut war, hat es auch nicht so perfekt funktioniert. Und deswegen habe ich nach 2,5 Jahren, vielleicht hätte ich auch sogar ein Jahr früher und ein halbes Jahr früher da die Reißleine ziehen sollen, mich für einen Fondsmanager-Job beworben, weil ich wollte auch die Industrie nochmal kennenlernen. Plus ich habe für mich dann auch ein bisschen die Entscheidung getroffen, dass ich mich mehr als Investor sehe und weniger als Unternehmer und mehr den Fokus darauf legen wollte. Ja? Und ich kannte eigentlich nicht so viel Fondsmanagement-Gesellschaft. Das ist vielleicht auch noch ein zweites Thema, ja? Auch nach der Uni. Es gibt, finde ich, wenig sehr attraktive Arbeitgeber. Ja? Wenn man irgendwie so ein DAX-Konzern, wenn man jetzt keine Leidenschaft für Autos hat, dann sind das eigentlich viele relativ langweilige Firmen für jemanden, der irgendwie doch recht ehrgeizig ist. Und da bleibt oft dann nur Beratung übrig, was ich irgendwie doof fand. Und Banken fand ich auch doof. Und es gibt auch wenig große Investoren in Deutschland, für die es irgendwie toll wäre zu arbeiten. Ja, deswegen, ich kannte eigentlich auch nur zwei davon und eine sitzt in Köln, andere in München. Und es hat dann mit einer Initiativbewerbung geklappt, auch weil ich halt diese Webseite hatte und zeigen konnte, was ich da alles gemacht habe. Und das war auch ganz spannend, weil ich dann sehr, sehr viele Insights in die Branche bekommen habe. Ich war ein Jahr dann so Analyst, wo man irgendwie durch die Welt reist und viel mit Firmen spricht, auf Konferenzen geht und dann hat man so Investmentideen, die man präsentiert und die kommen dann auf eine Liste und die werden dann von Fonds gekauft. Und dann war ich auch Fondsmanager für 1,5 Jahre. Allerdings war das auch ein bisschen nicht so richtig mein Thema. Es gab dann immer Konflikte über die Strategie von dem Fonds. Plus hat die Lernkurve dann auch abgeflacht von der Firma selber. Und langfristig war meine Perspektive auch immer, was Eigenes zu machen. Ich war dann auch nicht so super happy mit ein paar Sachen. Plus, wir haben dann, wie gesagt, Zwillinge bekommen. Und das war für mich dann so der Auslöser, dass ich gesagt habe, auch ich kündige. Sag ich, na, ich gehe erstmal so halb in Elternzeit und mache erstmal wieder das, was mir Spaß macht. Und das sind, wie gesagt, eigene Investments und dieser YouTube-Kanal. Ich hatte auch ein bisschen Glück, wie gesagt, mit Immobilien, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Die letzten 10 Jahre hätte ich auch nie gedacht. Und deswegen aktuell bin ich jetzt wieder selbstständig als Investor, mache YouTube, mache noch ein paar andere Sachen. Deswegen abonniere gerne meinen Kanal, auch meine wöchentlichen Newsletter. Und ich habe einfach diesen Fokus auf Aktienexperte zu werden, was man, glaube ich, insgesamt dann sogar am besten machen kann, wenn man selbstständig ist, weil man sich damit in Sachen beschäftigen kann, die einen interessieren und es redet einem keiner rein.